Hi, was liegt an? Also, was denkt... Alles, was wir gesehen haben, jedes Reliktsystem, das wir entdeckt haben, ist mit allem anderen verbunden. Die Bots, die Monolithe, die Es liegt also nahe, dass durch die Aktivierung Meridians das gesamte... Sie denken an... Oh ja. Wie geht ihr aktuell... Das Gerät aus dem Vulkan ist absolut... Ich werde auf absehbare Zeit komplett im Forschungs- und Testmodus sein. Danke für das... Darauf können Sie wetten. Es fühlt sich anders an, jetzt wieder hierher zurückzukommen. Wir sind jetzt anders. Wir sind bereit. Sam hat einen möglichen Override für die Reliktschiffsteuerung markiert. Einen Turm mit einem unabhängigen Energienetz. Er könnte eine der Steuerungen sein, mit denen Meridian verlegt wurde. Und eine Möglichkeit, es wiederzufinden. Finden Sie den Override, setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Das ist ein großer Schritt. Unser bislang größter. Sind Sie bereit? Schwer zu sagen. Ich weiß nur, wir haben es uns verdient. Ziehen wir es durch. Für die Initiative. Tempest, wir gehen rein. Bisher ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Und das heißt? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. Relikte. Und Sie sehen nicht freundlich aus. Sollen Sie ja auch nicht. Ihr Widerstand wird schwächer. Weiter so. Mann, das war... Wow! Wir müssen ganz in der Nähe der Steuerung sein. Gehen wir weiter. Eine letzte Relikttür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Stationen. Buchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was dieses Ding macht. Wir sind endlich am Ziel. Wir müssen nur den Override aktivieren, dann zeigen uns die Relikte den Weg. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Die Reliktschiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich. Aber sie kommen durch. So was auch immer. Meridian, Pathfinder. Was ist das? Eine Station? Das ist... Wow! Ist das Ding hohl? Wie ihre Dyson-Sphären, nur in Mondgröße. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Helios zu einer Heimat machen. Dieser Augenblick.
der nur teilweise mir zu verdanken ist, war längst überfällig. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Welch großer Tag für uns alle. Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Stern benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Stürze in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig. Bringt alle auf die Krankenstation und bleibt dort. Was geht hier vor? Keine Ahnung. Hallo, Scott. Sam, wie kommst du... Was ist hier los? Wir wissen nur, dass wir überrannt werden. Kehrtruppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Scott, der Pathfinder braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Sie hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihrer Schwester unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt sie. Was? Scott, bitte holen Sie sich an Depot K4 eine Waffe. Verdammte! Ich brauche Informationen, Sam. Gib mir irgendwas. Der Archon hat sich nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will Sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und Ihre Schwester wird sterben. Der Archon wird sie töten? Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats Ihrer Schwester übernommen. Mich zu verlieren, wird sie töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch sie zusammengebrochen. Beeilen Sie sich, Scott. Achtung, Scott! Erschießen Sie sie! Scott! Sam sagte, sie wollen sich zum Funk-Override durchkämpfen. Das können sie nicht. Dasselbe dachte ich auch. Es ist verrückt. Nein, was ich meinte ist, nehmen Sie den Wartungszugang. Wenn der Pathfinder in Schwierigkeiten steckt, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um zu helfen. Haltet sie auf! Scott muss diesen Wartungszugang erreichen. Sie können es nicht mit Ihnen allen aufnehmen, Captain. Dann beeilen Sie sich besser. Sehen Sie zu, dass Sie zum QVK kommen. Na los! Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Wir geben Ihnen Deckung. Laufen Sie zum Zugangstunnel. Verdammt nochmal, jetzt gehen Sie schon! Na los! Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Sam, der Captain wird nicht lange durchhalten. Was soll ich machen? Sie müssen ein Reboot-Signal senden. Es wird das Implantat Ihrer Schwester rekonfigurieren. Wir setzen es also auf die Standardeinstellungen zurück? Ja, und stellen Sie Funktionen wieder her, die ich niemals hätte übernehmen dürfen. Wenn wir Glück haben, hat Ihr Herz noch nicht aufgehört. Okay, da wären wir. Ein einziger Impuls, Scott. Das ist alles, was der Pathfinder braucht. Und er wird vermutlich den Archon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Naja, Shuri's!
schon auf, du verdammtes Stück Sch... Tempest! Der Pathfinder ist zusammengebrochen! Bitte komm! Ryder, Sie waren tot. Die Hyperion ist offline. Genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Aber wie? Das ist eine Relikttür. Sie brauchen Sam, um sie zu öffnen. Wir müssen zurück. Ryder nicht. Es ist zu schmerzhaft. Lassen Sie uns irgendwas anderes versuchen. Wir müssen zurück! Sie bewegt sich! Ryder, ich glaube, wenn Sie diesmal sterben, sind Sie wirklich tot. Ich kann es schaffen. Das hat sie übel mitgenommen. Halten Sie das durch? Wir müssen zur Tempest. Beeilung! Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder! Oh, bitte kommen! Wir hören Sie, Tempest. Hey! Pathfinder! Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Sagen Sie dem Doc, dass Ryder verletzt ist und ohne Sam echt schräge Sachen macht. Scheiße! Scheiße! Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Cat-Schiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht. Ryder, da sind Sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werd's versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht geben wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Wir sind vielleicht unterlegen, aber es gibt immer, immer einen Weg. Er hat die Hyperion und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Damit können wir die Cat schlagen. Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Wir werden kein Leben sinnlos opfern. Aber mit den Relikten können wir es schaffen. Richtig? Richtig. Ich halte jetzt keine Rede oder bitte Sie, für mich zu sterben. Ich sage, wir rammen dem Archon die Relikte in den Hals und vielleicht haben wir so eine Chance. Wir alle. Wir bieten den gesamten Cluster auf. Jeder in Helios hat es verdient, Rache zu nehmen.
Alle sind schwer beschäftigt, Pathfinder. Aber wir müssen uns unterhalten. Treffen Sie sich auf der Brücke mit mir. Gil und ich haben sämtlichen Kram verdrahtet und er sagt, alles ist in Butter. Das ist gut, oder? Gute Ansprache da draußen. Wenn's sein muss, haben sie es echt drauf. Bradley sagt, sie würden alles beisteuern, was sie können. Es sieht gut aus. Richtig gut. Sind Sie okay? Mir ist zwar klar, dass das hier unsere einzige Chance ist und so, aber mir ist wichtig, dass es Ihnen gut geht. Ganz ehrlich, Liam, es geht mir nicht gut. Sarah, Sie sind nicht allein. Wir werden es schaffen. Danke, Costa. Schon okay. Machen Sie Ihnen die Hölle heiß, Pathfinder. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Diese Waffe, sie hat Leben erschaffen. Und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial. Und kann es sogar nutzen. Durch dich. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Meridian. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie's. Meine Schwester wird Sie aufhalten. Das werden wir bald wissen. Denn dein Pathfinder ist bereits hier. Du trotzt weiterhin deinen Einschränkungen. Beeindruckend. Alles okay? Er spinnt. Wenn wir uns nicht beugen, wird er mit Meridian alle töten. Deshalb wollte er mich und Sam. Du sagst das, als müsste ich mich schuldig fühlen. Der Aufstieg ist ein Geschenk. Wer das nicht erkennt, verdient den Tod. Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Ich brauche dich nicht mehr, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir befassen. Wir schaffen das schon. Sie kommen von allen Seiten! Wir brauchen Deckung. Bleibt beim Relikt. Das heißt, wir sitzen in der Klemme. Ryder? Ryder! Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Wir müssen aufhören, wegzulaufen. Wir müssen sie nutzen. Kello, wie nah können Sie an der Gasse vorbeifliegen? Zu nah? Warum? Ich weiß jetzt, dass die Relikte unsere Chance auf einen Sieg anziehen. Mein Vater sagte da was. Egal, bringen Sie uns nah ran und vertrauen Sie mir. Ich war noch nie so froh, dieses Ding zu sehen. Rufen Sie die Hyperion. Archon, für diesen ganzen Scheiß sind allein Sie verantwortlich. Ich mache Ihre Spielchen nicht mehr mit. Nun denn, du lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder brauche ich keinen Kontakt. Ich habe deines. Du hast es deutlich schwerer gemacht, Pathfinder. Aber nicht mir. Thank you.
du weh? Was ist das? Ein Wunder? Sorry, Gravitationsumkehr. Ich kann die Hyperion nicht sehen. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in 5, 4, 3. Heilige. Pathfinder, ich habe eine kleine Ablenkung für dich vorbereitet. Pathfinder, Ihre Navigationssysteme sind ausgefallen. Deshalb haben wir sie verloren. Wie es aussieht, fliegt sie nur noch mit Steuertriebwerken. Der Archon setzt darauf, dass wir ihn nicht verfolgen, solange die Arche in Gefahr ist. Wir werden die Hyperion beschützen. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die Einladung galt doch für alle, oder? Außer natürlich, Sie wollen keine Hilfe von Kadera. Wir halten die Kette auf. Schnappen Sie sich Meridian. Okay, suchen wir den Archon. Gar nicht gut. Wir müssen weiter. Na los! Das ist nicht die Hyperion. Die Cat postieren Truppen, um den Archon zu beschützen. Mischen Sie sich unter sie. Er hat den Verstand verloren. Er hat recht. Wenn sie zwischen ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf sie feuern. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. In einen Trümmerregen. Sie sollten besser den Kopf einziehen. Ich orte vor Ihnen einige Bauwerke, Pathfinder, und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Wir müssen trotzdem weiter. Wir dürfen nicht zulassen, dass er die Kontrolle über diesen Ort übernimmt. Der Archon muss schon drin sein. Er wird Scott benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Kadera ist auch hier. Vergessen Sie das nicht. Achtung, Pathfinder! Das große Kettschiff kommt zurück. Von hier unten treffe ich es nicht. Weiter! Ich glaube, es dreht ab. Mehrere.
Der Kampf findet da drinnen statt, Pathfinder. Wir beschützen die Hyperion. Schnappen Sie sich den Archon. Verstanden, Pathfinder.